Ja, herzlich willkommen zum zweiten Vortrag in diesem Slot. Jetzt geht es um Webmapping Frameworks und der Till Adams, der beginnt jetzt mit Shogun 2. Das heißt, bevor Shogun 2 da war, gab es auch Shogun. Das heißt, für den einen oder anderen gibt es jetzt neue, interessante Dinge zu erfahren. Bitte schön, Till. Ja, ich konkurriere, glaube ich, mit der Sonne draußen, aber versuchen, das so interessant wie möglich zu halten hier. Vielleicht war auch der Titel ein bisschen langweilig. Ich habe auch im Nachhinein gedacht, das ist ja eigentlich auch cool, wenn man das etwas moderner ausdrückt. Nachher gibt es ja, glaube ich, auch noch einen Vortrag über Jager. Die älteren Leute werden sich an dieses JAST erinnern. Also ich war ja auch im Studium schon damals noch SUSE. JAST, another Setup-Tool. Und die Frage ist, Shogun 2, ja, noch ein Webmapping-Framework. Brauchen wir das? Und ich habe eine Weile darüber nachgedacht und durchaus, mich wundert's, Volker, was du sagst gerade, dass dir noch nie begegnet. Wir haben es tatsächlich, auf der FOSGIS ist das eine gewisse Tradition, jedes Jahr einmal darüber zu berichten, über Shogun. Also es hat schon eine gewisse Historie, nicht nur auf der FOSGIS, sondern insgesamt. Angefangen haben wir etwa 2012, das zu entwickeln. Sie sehen aber, erst dieses Jahr ist die 2 dazu gekommen. Und da will ich heute auch ein bisschen drüber reden. Ich versuche das in aller Kürze zu tun. Sag wirklich ganz kurz nur was zur Firma Terrestris. Einfach nur ein paar Eckdaten. Stell dann Shogun an sich vor. Ja, wo der Name herkommt, vielleicht nicht ganz so gewöhnlich ist. Rede ein bisschen darüber, wo ist der Unterschied Shogun, Shogun 2. Geh ganz kurz auf die Funktionalitäten ein. Das habe ich früher immer gerne gemacht. Habe dann Featureitis gezeigt. Ist auch immer sehr beeindruckend. Ich habe da jetzt eine Weile drüber nachgedacht und habe so überlegt, so Features und Funktionen, die sind natürlich toll, aber im Grunde genommen ist, wenn der Rahmen stimmt, den ich habe, und der passt irgendwo in meine Architektur rein, dann ist Feature eigentlich nur machen. Dafür beauftrage ich eine Firma, die entwickelt das, und dann habe ich die Features. Und deshalb habe ich mich diesmal mal mehr auf die Konzepte, die wir in Shogun verfolgen, konzentriert. Und das ist dieser Punkt, nicht kurzsichtig, Konzepte in Shogun 2, behaupte zumindest ich, es nicht kurzsichtig sind. Und gehe am Ende vielleicht so ein bisschen auch nochmal drauf ein, wo wir, das langfristig ist ein bisschen vermessen, wo wir das Projekt eigentlich sehen in einem Jahr oder auch zwei Jahren. Ganz kurz zur Firma Terrestris. Irgendwo steht 15 Mitarbeiter, wenn Sie die auf dem Foto zählen, sind es ein paar weniger. Das Foto ist schon ein bisschen älter. Wir sind in Bonn. Seit 2002, also wir feiern jetzt in wenigen Monaten tatsächlich das 15-jährige Bestehen. Und wir sind auch tatsächlich seit 15 Jahren im Thema Geoinformationen, Verwendung von freier und Open-Source-Software unterwegs. WebGIS ist im Grunde genommen so unser Kerngeschäft und da wirklich einen großen Teil Softwareentwicklung im Rahmen von Projekten, aber auch im Rahmen von Rahmenverträgen mit großen Unternehmen. Das ist so ein bisschen unser Hauptgeschäft. Open-Source nutzen wir nicht nur, wir betreiben das auch. Ich habe hier mal so ein bisschen das aufgeschrieben. Ich sage mal, um das in Kürze zu sagen, da, wo wir es selber nicht so richtig gut können, verpartnern wir uns, um eben über die Partner dann eben entsprechend Dinge weiterzuentwickeln. Der Marco hat eben gerade ein Projekt vorgestellt, wo Geoserver-Änderungen gemacht wurden. Die wurden über uns bei der Firma GeoSolutions initiiert. Gut, ganz kurz Shogun. Wir haben auch ein wunderschönes Logo. Das haben wir uns nur nicht selber ausgedacht. Das Shogun besteht im Wesentlichen aus, oder bestand früher, muss man vielleicht auch eher sagen, aus vier anderen Frameworks. Das ist das Java Spring Framework. Die Bibliothek Hibernate, die uns erlaubt, eine gewisse Datenbankabstraktion zu machen. Das heißt, Shogun als WebGIS Framework erlaubt es, bestimmte Dinge zu tun und die auch zu speichern. Die speichern wir in der Datenbank und durch die Hibernate sind wir da relativ unabhängig. Und unten sehen Sie die Kleinkomponenten und aus den vier Logos, also zwei Formen, zwei Farben, haben wir im Prinzip dieses Shogun-Logo kreiert.
Und jetzt hat es vielleicht bei dem einen oder anderen auch schon geklingelt, bezüglich des Namens, eigentlich nur ein Akronym aus Spring Hibernate, Open Layers und GeoAxt. Und da steht jetzt und weitere. Wir kommen ja aus dem Rheinland und da sagt man und Neujet. Da kommt dieses UN letzten Endes her. Ich fand deine Interpretation gerade ganz nett. Shogun, also bin ich auch noch nicht drauf gekommen, aber es hat nichts mit Schießen oder sonst was zu tun. Ganz einfache Folie. Was verstehen wir darunter? Wir haben immer eine Serverkomponente und eine Kleinkomponente, die übers Internet oder auch übers Intranet miteinander kommunizieren. Letzten Endes werden serverseitig JSONs erzeugt, Konfigurationen, die dann an den Client geschickt wird und der Client letzten Endes entsprechend dieser JSONs reagiert. Hier auch ganz bewusst verschiedene Devices als Clients dargestellt, weil wir natürlich auch den Anspruch haben, dass man das nicht nur schön auf dem Desktop hat, sondern dass man das eben auf dem Mobilgerät oder sonst wo auch aufrufen kann. Unten einfach mal ein paar Screenshots von verschiedenen Applikationen. Eigentlich die Kernaussage da drin, das kann man ganz gut anpassen, so wie das an sein Corporate Design letzten Endes passt. Ich hatte es gerade schon gesagt, wir haben das Shogun 2 Backend, steht unter der Apache License. Ich habe jetzt vergessen, ich wollte noch kurz den Link auf GitHub zeigen, aber Sie müssen github.com/terrestris eingeben, dann kommen Sie direkt auch zum Code. Das Backend dient letzten Endes dazu, Shogun 2 Objekte zu verwalten. Da gehe ich gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Bietet eine Benutzeroberfläche, wo ich das im Wesentlichen machen kann. Ich habe dahinter eben schon erwähnt einen Datenbankserver. Wir nutzen im Wesentlichen einen Geo-Server als OBS-Server. Nutzen den auch sehr intensiv, werde ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Verbindung zu Geo-Network und anderen Dingen. Beim Client, GIS-Client, haben wir, wie der Name ja auch schon sagt, Open Layers und GeoAxt. Client, auch da gehe ich gleich noch ein bisschen detaillierter drauf ein. Seit neuestem entwickeln wir auch einen zweiten Client, der aus Open Layers und React.js, das ist eine Facebook-Bibliothek, besteht. Das hat verschiedene Gründe. Gehe ich aber gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf ein. Die Frage ist, wo kommt die 2 her? Das ist relativ einfach erklärt. Wir hatten ein Shogun und Shogun 2 ist eigentlich ein komplettes Rewrite. Das heißt, wir haben einige der Konzepte übernommen, weil wir die gut fanden. Code haben wir allerdings nicht übernommen. Und weil wir gerade dabei waren, haben wir im Grunde genommen auch direkt die aktuellen Bibliotheken verwendet. Das alte Shogun basierte noch auf Open Layers 2. Jetzt haben wir Open Layers 3. Open Layers 4 ist draußen, steht vor der Tür. GeoAxt 3. Wie gesagt, wir experimentieren da im Rahmen von ein, zwei Projekten mit einem React.js rum. Spring wurde aktualisiert und so weiter. Wesentlich jetzt der untechnische Teil, wesentlicher ist eigentlich die Erkenntnis, die da oben steht. Das Shogun ist ursprünglich mal im Rahmen von einem großen Projekt entstanden und wir haben später aus dieser Projektentwicklung Folgeprojekte abgeleitet. Das funktioniert, das ist aber nicht klug, weil man sich dann immer an Dingen langhangeln muss, die man in einem Projekt gemacht hat und das muss man auf das andere Projekt anwenden. Insofern sagen wir, Shogun 2 ist ein Softwareprojekt, aus dem Projekte abgeleitet werden können. Das heißt, das ist eine Basis. Und auf Basis von der kann ich eben meine Applikation weiterentwickeln. Der Aufbau von Shogun 2 ist modular. Das heißt, ich habe verschiedene Module, die ich sozusagen in mein Bild reinholen kann oder eben nicht. Und habe eben eine wesentlich höhere Chance, das Ganze zu abstrahieren zwischen der Basissoftware Shogun und projektspezifischen Entwicklungen. Und aber da gehe ich gleich noch drauf ein, wir haben eine Erweiterbarkeit, eine Schnittstelle da drin, um über WPS und eigene Plugins die Erweiterbarkeit zu steuern. Was macht das Ding im Wesentlichen? Ich bin eben auf diese Verwaltungsoberfläche eingegangen. Es ist eigentlich dieses übliche Dreieck. Da können Sie auch gucken, ob Sie jetzt Mapbänder angucken oder GeoNode oder GeoMapFish. Irgendwo rankt man sich immer um dieses Dreieck. Ich habe Anwendungen, ich habe irgendwie Content mit Layern und ich habe Benutzer. Und das muss ich irgendwie orchestrieren. Ich weiß, da gibt es noch jede Menge mehr. Das ist jetzt relativ vereinfachend.
Und das ist im Grunde genommen das, was Shogun von der Verwaltungsseite eigentlich auch bietet. Ich habe eben diese Administrationsoberfläche angesprochen. Ich kann Anwendungen anlegen, administrieren, Inhalte, also Layer in Applikationen verschieben, Ausschnitt, verschiedene Werkzeuge festlegen. Ich kann über Shogun Layer anlegen und die wiederum auch administrieren. Ich kann die stylen und so weiter. Und ich kann Benutzeranliegen administrieren, beziehungsweise durch das Spring Framework auch sehr einfach zu realisieren. Ich kann mich relativ leicht an externe Bibliotheken dranhängen. Hat einer irgendwo ein SSO oder ein CAS oder ein LDAP, kann ich eben auch das letzten Endes benutzen. Client, wie gesagt, ich wollte keine Featureitis-Show hier heute machen, sind im Wesentlichen übliche Funktionalitäten. An der Stelle nochmal auf die Trennung. Warum das geht, sage ich auch gleich, des alten oder des GeoX-Clients und eben auch des aktuell in einer zweiten Parallelentwicklung entstehenden React.js-basierenden Client hier einfach mal als Screenshots. Was ich ja eben gesagt habe, was mir wesentlich wichtiger ist, als jetzt irgendwelche Funktionen an die Wand zu werfen, sind eigentlich so ein bisschen die Konzepte, die wir dahinter verfolgen, vorzustellen. Das erste ist nicht überraschend. Shogun 2 ist Open Source. Die nächsten drei sind, glaube ich, relativ wichtig. Ich habe eine inhaltliche Offenheit oder auch eine inhaltliche Freiheit. Ich habe eine funktionale Offenheit und eine funktionale Freiheit dadurch. Und ich habe schon angedeutet durch diese zwei Clients, die es gibt, auch die Freiheit bei der Wahl des Clients letzten Endes. Und das sind eigentlich sehr schöne Dinge. Wollte ich nochmal darauf eingehen. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir hatten ja auch gestern schon den Eröffnungsvortrag mit der Keynote, wo es letzten Endes darum ging. Ich habe es jetzt trotzdem nochmal hingeschrieben, freie Nutzung ohne Lizenzgebühren, vielleicht auch besser ohne Lizenzrestriktionen. Das haben wir auch gestern gelernt. Ist nicht unbedingt billiger. Das Geld fließt weiß woanders hin. Aber ich sehe eigentlich in der Nutzung von Open Source einen wesentlich höheren Freiheitsgrad, weil ich mir einfach ein Testsystem neben mein Produktivsystem stellen kann. Ich kann meine Hardware beliebig aufrüsten, muss nicht irgendeinen Dienstleister anrufen. Ich habe eine wesentlich freiere Wahl auf die Entwicklungsressourcen. Ich kann mir im Prinzip so ein bisschen vielleicht auch die Firma aussuchen. Das sind für mich auch noch Vorteile, die ich habe, wenn ich eine Open-Source-Komponente nutze. Die inhaltliche Offenheit ich hatte das eben gesagt, ich kann über Shogun Geodaten publizieren. Das heißt, ich habe als ein Objekt innerhalb von Shogun habe ich einen Layer und ich kann Layer hochladen, Shape-Datei hochladen, in Shogun 2 auch Rasterdaten hochladen, kann die Vektordaten im Framework ausgestalten und eben veröffentlichen. Das heißt, der Layer ist so ein bisschen die inhaltliche Instanz in Shogun 2. Das ist auch, es gibt andere Frameworks, die haben mehr dieses WMS-Konzept. Da lade ich ein WMS rein. Wir verfolgen das eher, wie das in Open Layers ist. Und bei uns ist ein Layer erstmal immer gleich. Also früher gab es viele WebGIS-Frameworks, wo so layerbezogene Funktionen drangehangen waren. Bei uns hat ein Layer erstmal default die gleichen Eigenschaften. Und ich komme damit wesentlich näher an ein wirkliches GIS, wo ich auch jeden Layer hier einfach reinladen kann. Und wir haben verschiedene Eigenschaften, die an dem Layer dranhängen, die dann letzten Endes sein Verhalten im GIS-Client bestimmen. Und das ist eigentlich ein ganz kluges Konzept. Ich kann das mal an einem Beispiel vielleicht ein bisschen griffiger machen. Wir haben ein Konzept, das nennt sich Speziallayer. Also normalerweise lade ich einen Layer rein. Wenn ich mit dem Info-Tool draufklicke, dann kriege ich diese Feature-Info-Pop-up angezeigt. Wenn ich eine Administration aber einstelle, du bist jetzt ein Speziallayer, lieber Layer, dann kann ich dort eine URL angeben und Attribute in einer bestimmten Notation angeben und dann klicke ich im Client auf diesen Layer und dann ruft der diese URL auf und gibt diese GET-Parameter mit. Also zum Beispiel eine Wassermessstelle, Pegelmessstelle oder was. Und habe dann eine komplett externe Applikation, die einfach von Shogun aus aufgerufen wird. Wie gesagt, Layer verhalten sich in Shogun 2 weitestgehend gleich. Wir haben eine funktionale Offenheit. Das heißt, Shogun 2 erstmal hat Basisfunktionen. Ich habe eben
paar davon genannt. Ich kann natürlich neue Funktionen in Shogun implementieren. Das bedeutet aber bei einem Update, ich muss ein neues Bild machen, ich muss ein neues Release machen. Bei einigen unserer Kunden hängt da ein ganz langer Testprozess hinten dran. Und ich brauche natürlich letzten Endes Fachwissen. Entweder kaufe ich mir das bei Terrestris oder woanders. Oder ich muss das selber aufbauen. Und aus der Motivation heraus haben wir Shogun eine funktionale Schnittstelle verpasst. Das Erste, wo man dran denkt, ist, da wir sonst auch auf dem Standard arbeiten, WMS, WFS, ist ein Web-Processing-Service. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit, einen WPS-Server, den bringt mir mein Geo-Server sowieso mit, anzusprechen über die Verwaltungsoberfläche sozusagen einen Prozess oder auch eine Prozesskette, die ich in Shogun modellieren kann, die an einen Button zu knüpfen und dann im Client zu sagen, okay, wenn ich jetzt auf den Button klicke, dann passiert dies und jenes. Das heißt, ich kann mir in irgendeiner Sprache meinen WPS programmieren, hänge den unter meinem Geo-Server und habe den dann in Shogun als Funktionalität drin. Das reicht aber oft noch nicht. Manchmal reicht der Button auch einfach nicht. Ich brauche eine komplexe Eingabemaske. Entschuldigung. Und dafür gibt es noch eine Plugin-Schnittstelle, wo ich in Shogun in JavaScript-Notation sozusagen mein eigenes Plugin schreiben kann. Und kann von dem eigenen Plugin natürlich an meine Buttons wiederum meine WPS binden. Und das ist aus unserer Sicht eigentlich eine sehr schöne Geschichte. Das kenne ich auch, glaube ich, nicht aus irgendeinem anderen WebGIS-Framework. Die Motivation ist relativ simpel. Wir sind Techniker. Wir stellen sowas bereit. Aber wir haben kein Fachwissen, wenn es um Wasserhydraulik oder irgendwelche anderen Dinge geht. Da gibt es halt Firmen, die das wesentlich besser können. Und bevor uns einer erklärt hat, wie das geht, kann das vielleicht jemand anders wesentlich besser machen. Das ist so ein bisschen die Motivation. Funktionale Offenheit. Und ich habe das eben in der Eingangsfolie gezeigt. Wir haben diese Client-Server-Architektur und im Grunde genommen schaufel ich Konfigurationen vom Server zum Client, habe vielleicht auch gewisse Schnittstellen, wo vom Client wieder was zum Server zurückgeht. Und das ist ein JSON. Und dadurch bin ich eigentlich sehr frei in der Wahl des Clients. Wir haben unseren Standard-Client da dran gebunden, GeoX3 Open Layers, beziehungsweise eben auch bei uns genannt Basics oder BasiGX, wie ich eben vom Marco gelernt habe, finden Sie auch auf GitHub. Auch eine Master-Dokumentation, die Sie da finden können. Wir entwickeln gerade diesen zweiten Client, React.js Open Layers 3. Man kann aber auch theoretisch jeden anderen Client da dran binden. Ja, also ich habe eben kurz noch bei dem QGIS Client 2 Workshop, der futtert letzten Endes auch eine JSON-Datei als Konfiguration. Entweder muss ich da was anpassen, dass der sozusagen das Shogun JSON liest, oder ich schreibe einen Wrapper dazwischen, der im Prinzip das ein bisschen ummodelliert. Das ist aus meiner Sicht deshalb wichtig. Ich meine, wir machen seit 15 Jahren WebGIS und die Taktzeit für die Lebedauer von Clients, die wird irgendwie immer kürzer. Schaffe ich. Und auf der anderen Seite habe ich aber eine Administrationskomponente, wo ich meine Layer drin habe und meine Applikationen, die ich vielleicht gar nicht unbedingt jedes zweite, dritte Jahr erneuern muss. Und dadurch habe ich im Prinzip die Möglichkeit, immer oben einmal den neuesten Scheiß draufzusetzen, zu gut Deutsch. Entschuldigung. Ganz kurz zum Schluss. Wo ich von träume, die Entwickler gucken mich immer an und fragen, wann. Ich hätte natürlich irgendwann gerne mal ein komplettes Package, sei es ein Docker oder ein Maven, wo man das einfach mal runterladen kann, kann damit rumspielen. Im Moment sind die Sourcen auf GitHub, allerdings mit einer sehr schönen Dokumentation, wie ich es installieren kann. Trotzdem, Aktualisierung, Erweiterung der Dokumentation ist sicherlich ein Ziel für dieses Jahr. Wir arbeiten aktuell an dieser WPS-Plugin-Schnittstelle. In Shogun gibt's die schon. In Shogun 2 sind wir gerade projektbezogen da dran. Ebenso die komplett eigene Benutzerverwaltung. Wir gehen davon aus, dass wir ein großes Projekt dieses Jahr noch angehen, wo wir diesen React.js-Client auch komplett da rein integrieren können. Auf der Roadmap für dieses Jahr steht auch das Thema Digitalisierung, was wir in Shogun drin haben, in Shogun 2 noch nicht, Styler erweitert und so weiter und so fort. Da tut sich also eine ganze Menge. Wie gesagt, wer da Interesse hat, immer mal auf GitHub gucken. Da ist eigentlich so jeden Tag irgendwo was los. Gut, das war in time, glaube ich. Danke.
Ja, Till, vielen Dank. Also ich habe gelernt, Shogun ist ein mächtiges Framework und ich werde mich auch in nächster Zeit damit beschäftigen. Haben Sie Fragen an den Till? Ja, ich habe verstanden, der Layer ist eines der Herzstücke im Shogun drin. Wie sieht es aus vielleicht mit Karten, Diensten und so weiter? Der Layer ist ein Karten. Also ich bin da jetzt nicht spezifisch drauf eingegangen. Der Layer ist im Grunde genommen bei uns ein WMS-WFS, der aus dem Geo-Server standardisiert gehostet wird. Weitere Fragen? Ich habe ja gelesen in deinem Abstract, ihr habt das so offen gehalten, dass sich daraus ein Open-Source-Projekt entwickeln kann. Und so wie du das vorgetragen hast, lädt es ja dazu ein. Gibt es da Entwicklungen? Sind da schon Leute dabei, die euch unterstützen, zuarbeiten leisten, Plugins entwickeln? Aktuell ist noch sehr viel bei Terrestris angesiedelt. Ist tatsächlich so. Es gibt so ein, zwei Externe, die da auch schon Dinge tun. Wir hatten auch schon mal den einen oder anderen Pull-Request. Der Punkt ist der, wir haben mit Shogun das mal andersrum versucht, haben gesagt, wir machen das jetzt als Open-Source-Projekt. Dann haben wir ein PSC gebildet, eine Mailingliste. Das kannst du nur nicht aus dem Boden stampfen. Und jetzt haben wir gesagt, wir gehen den Weg einfach anders. Wir machen erstmal vernünftige Software, stellen die raus, berichten darüber an möglichst vielen Stellen und versuchen dadurch zu forcieren, dass da Leute aufspringen. Aber die Offenheit ist definitiv da von unserer Seite. Und letzte Konsequenz, wenn es keiner nutzt außer uns, dann haben wir halt eine schöne Basisbibliothek, wo wir unsere Projekte abwickeln. Hat noch jemand eine Frage hier vorne? GeoReact.js and MapStore, OpenLayers React, is it related? Wir haben da intensiv drüber nachgedacht. Wir waren auch Anfang letzten Jahres in Italien bei GeoSolutions, die ja hinter dem MapStore im Wesentlichen stehen. Wir haben uns de facto dagegen entschieden, weil da war eine bestehende Entwicklung, die, das muss ich jetzt von den Entwicklern weitergeben, die haben das letzten Endes eingeschätzt und haben gesagt, das passt nicht auf unser Konzept. Und dann sind wir letzten Endes hergegangen und haben das selber nochmal aufgerollt. Wir haben noch Zeit für eine Frage. Dem ist nicht so, denn bedanke ich mich beim Till und wir machen eine kleine Pause.